Seid ihr euch sicher, dass ihr in die Zukunft reisen wollt? Ja. Aber was ist mit dem Hamster? Der ist letztes Mal nicht wiedergekommen. Jetzt vergessen wir diesen Hamster. Ja, Klimaforschung ist wichtiger. Okay, dann in welches Jahr wollt ihr? Schlag mal es vor, 2040. Dann fasst die Zeitmaschine an. Seid ihr bereit? Ja. Und los. Na, ob das gut geht? Alles klar bei dir? Es ist übertrieben. Oh, verdammt! Was meinst du? Guck, dass du mal alles zerstört! Mein die ganzen Gott. Bäume! Die ganzen Bäume, das Haus! Scheiße! So heiß! Guck das an! Nein! Wo Ach, sind wir? Scheiße. Wo sind wir? Irgendwo! Nein. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir sind Lukas und Julian. Wir kommen aus Hannover. Wo bleiben Sie nur so lange? Sie sind schon viel zu lange weg. Ich hätte Sie nicht weggehen lassen dürfen. Hannover? Aber das kann doch gar nicht sein. Hannover ist seit Jahren überschwemmt. Nein. Aber wir wollten mit unserer Zeitmaschine doch nur 2040 reisen. Wo sind wir denn hier? Das kann doch gar nicht sein. Unsere Eltern haben die Naturgewalten unterschätzt. Sie hätten mehr auf alternative Energien oder öffentliche Verkehrsmittel setzen müssen. Zudem wurden alle Regenwälder abgeholzt. Wirklich, unsere oder? Ganze Welt ist zerstört. Ach du Scheiße. Wo sind wir hier gelandet? Wo sind wir hier gelandet? 2040. Nein. Mir reicht, Jim. Bring uns zurück. Wir müssen was dagegen tun. Okay. Bereit? Ja. Let's get back. Was passiert? Wieso hat das so lange gedauert? Das war so schrecklich, ey. Kannst du gar nicht vorstellen. Warum? Es ist alles zerstört. Alles. Die ganzen Bäume, alles ist überschwemmt. Es ist nur noch eine Ruine. Hannover gibt es seit 30 Jahren nicht mehr. Und was sollen wir dagegen machen? Alternative Energien vielleicht. Ja. Menschen darauf aufmerksam machen, wie schlimm es sein kann und werden wird. Okay, dann müssen wir das wohl machen.